Der erste FC Nürnberg und die Spielvereinigung Greuther Fürth sind zurück aus dem Trainingslager in Bilek. Wir ziehen Bilanz und schauen auf die restliche Vorbereitung auf die Rückrunde in der zweiten Liga und Deutschland im Handballfieber. Tim Zechel vom HC Erlangen zu Gast im Studio. Wir sprechen mit dem Kreisläufer über die Weltmeisterschaft und die bisherige HCE-Saison. Das alles jetzt in der Toto-Sportkabine. Und ich freue mich sehr, dass du heute zu deinem Premierenbesuch da bist. Hallo Tim. Hi, grüß dich. Wir haben gerade schon gesagt, Handballfieber bricht aus. Wie ist es beim HCE? Seid ihr auch im Handballfieber aktuell, im WM-Fieber? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja heute meine erste Trainingseinheit wieder gemacht und natürlich war das schon Thema auch. Und ich denke, alle verfolgen das fleißig und drücken auch Deutschland die Daumen. Habt ihr zusammen auch die Spiele bisher verfolgt oder jeder einzeln für sich? Ja, ich glaube, manche Leute haben schon zusammen geguckt. Da ich jetzt heute erst wieder quasi nach Erlangen gekommen bin, habe ich das zu Hause alleine geschaut, aber kommt schon durchaus vor. Gegen Serbien war ja auch ein knapper Sieg, aber wichtig und vor allem Serbien auch als Mitfavorit erstmal zu schlagen, war schon eine gute Standortbestimmung. Wie wichtig ist es auch, jetzt schon die Gruppenphase klar, oder die Hauptrunde klar gemacht zu haben? Ja, ist super wichtig. Also ich glaube, man hat auch gestern gesehen, wie viel Druck sowohl von der Mannschaft als auch vom Trainer abgefallen sind. Ja, die 4 Punkte, die braucht man in der Hauptrunde auch, weil es halt einfach super schwierig ist, Punkte zu sammeln. Aber ja, Serbien war ein super Gegner. Ich denke, es war auch ein Spiel auf Augenhöhe und es war wichtig zu gewinnen. Klassische Frage, die wir dann immer gerne bringen. Was ist denn drin für die deutsche Mannschaft aus deiner Sicht? Ja, ist immer schwierig zu sagen. Also natürlich hat man jetzt schon gegen starke Gegner gewonnen und ich schätze auch Deutschland als sehr stark ein, was man jetzt auch schon gesehen hat. Wir müssen gucken, was die Hauptrunde mit sich bringt, aber erstmal traue ich der deutschen Mannschaft sehr viel zu. Und bis vor kurzem warst du ja auch noch mit dabei. Du wurdest letzten Mittwoch, dann nach der letzten Trainingseinheit in der Hannover-Vorbereitung quasi noch im letzten Moment quasi noch gestrichen. Kannst du so ein bisschen uns mitnehmen durch den Prozess die letzte Woche? Ich meine, ich kann mir vorstellen für dich, dass das nochmal eine kleine Enttäuschung auch war. Ja, natürlich. Am Anfang ist man immer erstmal enttäuscht und ich denke, ein bisschen Wehmut schwingt auch immer mit. Ja, jetzt im Nachhinein ist es natürlich so, dass man versucht, das Beste daraus mitzunehmen. Und ich bin natürlich super stolz, die Vorbereitung mitgemacht haben zu können. Und ja, jeder Lehrgang bringt einem nochmal so ein bisschen weiter. Es ist immer eine Art Standortbestimmung und das, was ich da jetzt gelernt habe, will ich hier auf jeden Fall mit dem Training auch umsetzen. Wie läuft das dann so ab? Kriegt man einen Anruf vom Trainer, schreibt ein SMS oder kommt da rein, klopft, sagt, hey, lass mal kurz quatschen, wir müssen was besprechen? Alfred Gieslersson und Erik Wuttke sind mir tatsächlich zufällig über den Weg gelaufen. Ich glaube, die waren gerade auf dem Weg zu mir. Ja, und dann unterhält man sich einfach. Ja, sie haben dann ein bisschen geschildert, warum es so ist und für wen sie sich entschieden haben. Und dann war mir auch relativ schnell klar, dass es dann für mich nach Hause geht. Und ja, so ist es eigentlich abgelaufen. Und trotzdem warst du ja einer von 18, die ganze Vorbereitung auch mitgemacht haben. Wie war so deine Reaktion, als du auch eingeladen wurdest? Ja, ich habe mich natürlich super gefreut. Also ich bin ja jetzt seit letztem Jahr März quasi im Kader, habe da auch mein Debüt gegeben und seitdem auch kontinuierlich dabei. Aber trotzdem ist so eine richtige Sicherheit halt einfach nie da und deswegen freut man sich halt jedes Mal aufs Neue. Du wurdest auf eurer Vereins-Homepage auch zitiert, dass du ein bisschen im Zwiespalt bist wegen der WM-Nominierung. Auf der einen Seite sehr große Vorfreude, auf der anderen Seite steigen natürlich dann die Ansprüche auch an einen selber. Wie ist jetzt so das Gefühl? Ja, es ist natürlich immer noch so ein bisschen da, dass man halt so ein bisschen Spannung hat. Man merkt halt einfach auch so die Wichtigkeit von Länderspielen. Aber ich denke, jeder Lehrgang stärkt einen da so ein Stück weit und es wird immer so ein bisschen normaler und man freut sich halt immer mehr. Lass uns ein bisschen den Schwenk zum HCE machen, zu deinem Heimatverein natürlich dann auch. Die Saison hat sehr gut angefangen. Danach, gerade im November, war dann ein bisschen eine Delle drin. Hast du so schon analysieren können oder habt ihr schon analysieren können, was so ausschlaggebend war? Natürlich waren es auch starke Gegner, muss man dazu sagen. Ja, ich denke, wir haben schon zusammen im Verein viel analysiert, auch nach den Spielen. Natürlich, wie du sagst, sind wir super gestartet, konnten da auch viele Siege und viele Punkte sammeln. Ja, es war ein bisschen eine Mischung aus vielen Kleinigkeiten, denke ich. Also natürlich so ein Stück weit waren es wirklich starke Gegner, wobei wir aber auch sagen müssen, dass wir lange mitgehalten haben und oft auch selber schuld daran waren, dass wir halt die Punkte im letzten Moment noch abgegeben haben. Ja, aber daran müssen wir halt einfach arbeiten, ein Stück konstanter zu werden und dass wir halt vielleicht ja, so eine Art mehr Selbstvertrauen einfach entwickeln, weil man hat schon von Spiel zu Spiel gemerkt, dass man doch mehr gezweifelt hat und sich vielleicht doch ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat, als es zu Beginn der Saison war. Was ja normal ist, wenn man in so eine Negativspirale irgendwie reinkommt, ne? Ja, na klar. Also irgendwo sind wir alle Menschen und das ist natürlich auch ein Stück weit normal, ja.
Es geht sicher auch wieder bergauf. Wir haben jetzt schon ein bisschen gequatscht. Wir wollen uns natürlich auch ein bisschen was angucken. Wir haben ein paar Bilder zusammengetragen von der bisherigen Saison. Hier ist der Rückblick zur bisherigen Vorrunde. Anfang September startet der HCE fulminant in die neue HBL-Spielzeit. 4 Siege in Folge. Einziger Wermutstropfen, das erneute Pokalwunder bleibt aus. Schon im Oktober ist gegen Melsungen in Runde 2 Schluss. Es folgt trotzdem der beste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Tabellenplatz 5, 13:3 Punkte stehen nach 11 Spielen auf dem Konto. Dazu die Vertragsverlängerung mit Spielmacher Nico Büdel, ein starker Christopher Bissel mit Topwerten in der Mannschaft des Monats der Handball-Bundesliga. Die Superlative gehen einem beinahe aus. Dann folgt allerdings die Leistungsdelle. Ab Spieltag 12 zeigt die HBL, warum sie als stärkste Liga der Welt gilt. Woche um Woche warten die Top-Teams der Liga, Woche um Woche ist der HCE dran an der Sensation, kann sich aber nicht belohnen. 7 Niederlagen am Stück lassen die Erlanger in der Tabelle abrutschen und nagen am Selbstvertrauen. Dann der Befreiungsschlag gegen Stuttgart vor der Weihnachts- und WM-Pause. Jetzt heißt es weiter schwitzen für die Frühform, im Februar geht's wieder los. Und dann, wohin HC Erlangen? Ja, Tim, wohin HC Erlangen? Also eigentlich ist natürlich auch klar, es geht immer wieder nach oben. Ihr arbeitet auch sehr, sehr hart. Man sieht es auch in den Bildern. Raoul ist einer, der extrem mitgeht in jeder Einheit. Kann man das so bestätigen? Ja, ist super, super akribisch. Also sowohl in den Einheiten als auch im Videostudium. Er gibt da wirklich vollen Körpereinsatz. Und ich glaube, das braucht so ein Stück weit die Mannschaft auch, um immer am Top-Level zu spielen. Du bist jetzt gerade erst wieder zurückgekommen. Ihr seid natürlich trotzdem weiterhin in der Vorbereitung. Anfang Februar geht's ja wieder weiter. Was sind so jetzt die Schwerpunkte aktuell? Wie nutzt ihr gerade auch die Winterpause oder die WM-Pause, um wieder in Form zu kommen? Ja, ich denke, jeder hat jetzt erstmal die Möglichkeit, ein bisschen runterzufahren. Die Saison ist dann doch schon ziemlich lang. Jetzt geht es halt darum, im Kraftraum richtig Gas zu geben, um vielleicht einfach noch 1% stärker zu werden, was man auch immer im Spiel braucht. Und natürlich geht es jetzt weiter darum, sich besser einzuspielen, Abläufe besser abzustimmen, um dann ja perfekt wieder weitermachen zu können. Euer letztes Spiel liegt ja doch eine Weile zurück, 27. Dezember gegen Stuttgart eben. Dann geht es erst am 9. Februar weiter. Ist eine extrem lange Pause. Kommt es euch auch so lang vor? Für mich war es jetzt relativ kurz, tatsächlich durch die Vorbereitung. Aber es ist schon immer eine lange Zeit, die zu überbrücken ist. Ich habe auch manchmal das Gefühl, man verliert ein Stück weit so diesen Flow. Also nach der Pause braucht man dann doch schon 1-2 Tage, um wieder reinzukommen und vielleicht auch 1-2 Wochen, um sich dann doch wieder aufeinander abzustimmen. Also sowohl als auch, ja. Wir haben gerade schon gesagt, Raoul ist ein sehr kommunikativer Trainer, aber sicher auch ein sehr fordernder Trainer, oder? Ja, auf jeden Fall. Also jedes Training ist mit sehr viel Kommunikation verbunden. Sowohl er fordert viel ein, aber wir fordern auch viel von ihm ein. So ist da immer ein kommunikativ guter Austausch und ich denke, ist auch gut für das Weiterarbeiten. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, gerade vor Weihnachten, es war ja nicht alles schlecht. Wir hatten schon angesprochen, gegen die Top-Teams habt ihr ja wirklich mitgehalten und habt einfach nur auf Pech gehabt, euch vielleicht auch nicht belohnen zu können. Ist euch das dann ein Trost, wenn auch die anderen Vereine anerkennend nicken und im Nachhinein sagen, ja, die Erlanger haben es heute wieder schwer gemacht? Oder ist es eher so, dass ihr das eigentlich gar nicht mehr hören wollt danach? Nee, man will es mittlerweile nicht mehr hören. Also wir sind so weit im Verein oder auch im Team zu sagen, wir können jeden schlagen, wenn wir einen guten Tag haben und wenn wir eine gewisse Konstanz haben. Es hilft halt nachher nicht. Ne? Also das ist lieb, dass die Mannschaften das sagen, aber die Punkte bringt es uns halt nicht. Lass uns ein bisschen über die Kulisse sprechen. Die Heimspiele sind bei euch sehr, sehr gut besucht. Es gab schon ein paar stimmungsvolle Highlights. Hast du auch das Gefühl, dass dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr die Fans mitgehen? Ja, doch, auf jeden Fall. Also wir hatten natürlich jetzt auch viele Highlight-Spiele, die gut ausverkauft waren. Aber auch so ist immer wirklich eine große Zuschaueranzahl da. Und die pushen uns dann auch bis zur letzten Sekunde, egal wie viel es steht. Wie wichtig war es vor Weihnachten noch gegen Stuttgart diesen Sieg noch zu holen? Ja, total wichtig, sowohl für das eigene Gefühl als auch für die Tabelle. Ich glaube, wenn wir das Spiel abgegeben hätten, dann wären wir wirklich in der richtigen Spirale gewesen und da ist es sehr schwer, wieder rauszukommen. Ich habe gelesen, Silvester hast du mit deinem Bruder und jeweils mit den Lebensgefährtinnen verbracht. Gut ins neue Jahr gekommen? Ja, doch, auf jeden Fall. Also zu Hause ist es immer super schön. Es bleibt leider nicht mehr viel Zeit, um öfters nach Hause zu fahren, da es auch eine große Strecke ist. Aber meine Freundin bzw. jetzt Verlobte, die ist ja sowieso die ganze Zeit bei mir und das ist immer schön. Super, wir sprechen gleich weiter über Handball. Vorher schauen wir noch zur Spielvereinigung und zum Club. Für die beiden hieß es nämlich raus aus der türkischen Sonne und zurück ins winterliche Mittelfranken. Gestern Nacht um 4.30 Uhr ist der Clubtross in Richtung Heimat aufgebrochen und ein paar Tage vorher schon die Spielvereinigung. Wir blicken auf die beiden Vereine und die Woche zurück.
Bis letzten Donnerstag arbeitete die Spielvereinigung in Belek an Fitness, Taktik und Frühform. 8 Tage lang lässt Trainer Alexander Zorniger sein Team trainieren, testen und schuften. In den Testspielen gibt es einen Sieg und eine Niederlage und das Fazit ist durchweg positiv. In der Heimat soll jetzt der Feinschliff erfolgen für einen erfolgreichen Restart in Kiel. Der Club hat auch zweimal getestet. Highlight sicherlich der 1:0-Erfolg gegen Schalke 04. Aber auch mit dem letzten Auftritt und einem 0:0 ist der Trainer zufrieden. Es war ein guter Testspielgegner. Sie waren sehr kompakt, sehr tief gestanden, haben in der Fünferkette sehr tief eben angelegt. Von daher haben wir die Lücken schwer gefunden heute. Zum Schluss waren nur ein, zwei Situationen da, wo wir das Spiel für uns entscheiden können. Hat leider nicht geklappt. Hat auch die letzte Frische gefehlt. Wir haben sehr intensiv und gut gearbeitet in dieser Woche. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Schwerpunkt war und ist die Arbeit an der Offensive. Hinten passt es einigermaßen, doch vorne ist der Club noch zu harmlos. Ja, wir wissen, dass wir defensiv eine Stabilität haben, dass wir auch eine Intensität haben, unser Tor zu verteidigen. Es gilt jetzt einfach, an dem Thema weiterzuarbeiten, dass wir vorne gerade gegen so einen defensiv starken Gegner, kompakten Gegner, noch mehr Lösungen haben. Da ist jeder Einzelne gefordert, eben individuell auch sich durchzusetzen. Und wir als Mannschaft eben auch, dass wir vorne die Spieler besser in Szene setzen. Seit Sonntag arbeitet der Club hart in der Türkei an Fitness, Form und Taktik. Den Profis wird dabei bestimmt nicht langweilig, denn das Programm von Trainer Markus Weinziel hat es in sich. Sein Motto: Schuften für eine bessere Rückrunde, die Spieler im Stresstest. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass man sich nicht motivieren muss, aber ich glaube, das gehört dazu. Ja, wir haben sehr viele Läufe gemacht. Für mich war es jetzt die anstrengendste Vorbereitung, die ich jemals hatte. Also ich hoffe, dass man das sieht in der Rückrunde und mal schauen. Vor allem die Offensive muss sich steigern und treffsicherer werden. Nürnberg vorne zu harmlos, 2023 soll sich das ändern. Trainingsschwerpunkte? Dass wir gut anlaufen können, dass wir ansprinten können und ja, dass wir sicher mit den neuen Spielern, die wirklich, einbringen können und dass wir uns alle finden und ja, als Team so agieren können, dass wir gute Spiele abliefern und vor allem erfolgreiche Spiele abliefern. Pauli, Derby in Fürth und Pokal gegen Düsseldorf, so lautet das fordernde Auftaktprogramm. Das Trainingslager dient dem Neustart. Am Sonntag geht's dann zurück in die fränkische Heimat. Schon traditionell im Trainingslager ist der Fanabend mit den mitgereisten Anhängern. Profis zum Anfassen. Eine schöne Ablenkung von der stressigen Trainingsarbeit auf dem Platz. War ein schöner Abend gestern und generell die Präsenz der Fans zu sehen und 100 Leute da mit dabei zu haben, das ist was ganz Besonderes. Das ist uns definitiv bewusst und da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Auch für den Club ist das Trainingslager abgeschlossen. Ärgerlich sicher die Verletzung von Neuzugang Horn. Trotzdem zieht Weinziel ein positives Fazit. Aber ansonsten wirklich haben sie sich zerrissen und jeden Tag alles gegeben. Hat man gemerkt, dass man jetzt ein bisschen müde eben ist. Ist auch normal, wenn man hart und gut arbeitet. Alles okay. Wir werden weiterarbeiten und wissen, dass gegen St. Pauli dann zählt. Für beide Vereine heißt es jetzt volle Konzentration auf den Start in die Rückrunde. Und dieser wird für den weiteren Saisonverlauf beider Teams entscheidend sein. Der Club testet ein letztes Mal am Samstag gegen Sparta Prag seine Form. Und dann muss alles passen für den Liga-Auftakt 2023.
Ja, Tim, und bevor wir den Fußball ganz hinter uns lassen, du hast uns vorhin erzählt, du wolltest eigentlich, bevor du Handballer wurdest, hattest du was anderes vor? Ja, damals, ich habe mit 3 angefangen, Fußball zu spielen, habe Handball eigentlich erst so als Zweitsportart gemacht und beides auch kombiniert. Ja, ich habe immer gedacht, ich gehe meinen Weg im Fußball, aber irgendwann hat es dann doch den Handball ein bisschen weiter nach vorne gebracht. Torwart oder was nee, war das? Nee. Ich habe tatsächlich einmal alles gespielt, vom Libero bis zum Stürmer. Aber so am wohlsten habe ich mich dann doch auf der 6, so eine Art Schweinsteiger war ich dann doch. Und körperliche Präsenz bringst du auf jeden Fall mit? Also. Ja, das stimmt. Man musste nicht der Schnellste sein. Ein paar Bälle abschirmen, ein bisschen lange Bälle spielen, das war schon ganz gut. Ich habe gehört, du tippst auch ganz gerne. Wie läuft es so im internen Ranking bei euch? Wo stehst du? Ja, es ist ganz okay. Also ich habe einen Spieltag später bin ich eingestiegen, deswegen fehlen mir ein paar Punkte, aber ansonsten das gute Mittelfeld. Super, dann schauen wir aber wieder zum Handball und natürlich auch ein bisschen zu dir. Du hast diese Saison fast 83% verwandelte Torchancen. Das ist eine herausragende Quote, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du berufen wurdest in der Nationalmannschaft. Und auch im Block bist du ja durchaus effektiv. Sind das so diese 2 Kernstärken, die du eigentlich verbindest, offensiv, defensiv? Ja, ich glaube, diese Kombination aus Decken im Innenblock und vorne im Angriff spielen, das ist was halt viel gesucht wird, beziehungsweise was halt sehr wichtig ist. Und das sind natürlich die Sachen, wo ich mich auch versuche, stetig weiterzuentwickeln. Wie ist es so von deinem Gefühl her? Bei Erlangen übernimmst du ja auch schon mit eine Führungsrolle. Dir wird sehr viel Vertrauen, aber damit auch wahrscheinlich sehr viel Verantwortung übertragen. Ja, total. Also ich bin unfassbar dankbar für dieses Vertrauen erst einmal. Das versuche ich natürlich dann auch irgendwo in Leistung umzumünzen und versuche da auch voranzugehen und möchte natürlich auch immer mehr Verantwortung an mich reißen. Und ja, da möchte ich noch nicht am Ende sein. Bescheiden wie du bist, hast du gesagt, bei der Nationalmannschaft ist deine Rolle eine andere. Heißt es dann zum Beispiel eher zuhören und lernen, statt dass man sich gleich mit Verantwortung belädt sozusagen? Oder? Ja, es ist schwierig zu beschreiben. Also hier ist man natürlich jemand, der vorangeht. Allerdings hat man halt um sich herum Leute, die halt schon viel mehr gesehen haben und die halt auch vielleicht Qualitäten haben, wo ich mir noch einiges abschauen kann. Deswegen ist das so ein bisschen zwiegespalten. Aber auch da versuche ich Lehrgang für Lehrgang immer mehr natürlich auf der einen Seite mitzunehmen, aber auch auf der anderen Seite mehr Verantwortung zu übernehmen. Jetzt warst du ja über eine Woche bei der Nationalmannschaft dabei. Ich kann mir vorstellen, dass die Trainingsqualität, die Dichte auch durchaus nochmal ein neuer Anreiz ist oder eine andere Qualität hat, wobei ihr natürlich in Erlangen auch prominent besetzt seid. Aber kannst du so ein bisschen beschreiben, wie so der Unterschied ist zwischen, wenn ihr wirklich voll mit der Mannschaft in Erlangen trainiert und wenn du bei der Nationalmannschaft bist? Ja, ich glaube einfach, wie du gerade schon gesagt hast, ist es bei der Nationalmannschaft halt so, dass jeder Spieler alles kann. Geht man zu früh raus, wird der Kreisläufer angespielt, bleibt man zu defensiv, werden einem die Dinger um die Ohren geschossen. Auch mit Andy Wolf im Tor ist es natürlich eine Qualität, die man so nicht jeden Tag hat. Und ich glaube, das sind so diese Hauptunterschiede halt einfach, dass man nach jedem Training wirklich am Limit war und dass man da in keiner Situation sich irgendwie mal so ein bisschen ausruhen kann. Du hast schon gesagt, du möchtest die Erfahrungen und die Entwicklung auch mitnehmen, die du da machst. Was kann man da so sich abschauen vielleicht oder auch in den Alltag integrieren? Ja, ich glaube relativ viel. Also natürlich wird man immer besser, wenn man Erfahrung sammelt, wenn man diese Sachen auch täglich zu Gesicht bekommt. Und da ich jetzt in dieser Vorbereitungszeit eigentlich täglich damit konfrontiert war, sind das natürlich Dinge, wo ich dann selber auch gucke, okay, was hätte ich jetzt in den Situationen halt besser machen können. Und natürlich auch auf der anderen Seite die Spieler, wenn ich jetzt einen Johannes Scholler oder einen Janik Kohlbacher da sehe, versuche ich mir halt die Sachen, die ich vielleicht noch nicht so mache und die aber bei denen gut funktionieren, in mein Spiel mit zu integrieren. Also man kann immer noch was mitnehmen auf jeden Fall. Immer. Steini ist ja noch dabei. Wie ist da so der Austausch? Skype ihr ab und zu, FaceTime, WhatsApp? Ja, wir haben jetzt tatsächlich mal telefoniert. Ansonsten schreiben wir eigentlich relativ viel eher über WhatsApp, da halt die Zeitspanne an freien Minuten für ihn natürlich auch sehr wenig ist. Ja, aber ich bin super froh, dass er dabei ist. Drücke ihm auch die Daumen und bisher macht das ja auch wirklich sehr gut. Und euer Keeper ist ja auch für Slowenien im Einsatz. Verfolgt man da auch ein bisschen die Spiele noch nebenbei? Ja, total. Also ich gucke eigentlich jedes Spiel, was irgendwie frei übertragen wird oder wo ich der Meinung bin, das könnte ein interessantes Spiel sein. Aber natürlich drückt man auch denen die Daumen oder schreibt ab und zu mal, wie es läuft oder allgemein, wie die Gefühlslage ist. Du bist vor 2 Jahren, 2021, nach Erlangen gekommen, damals auch als Nachwuchshoffnung, muss man sagen. Hast dich zum Stammspieler, zum Leistungsträger entwickelt. Wie siehst du selbst so die letzten Jahre in Erlangen? Ja, ist für mich manchmal noch gar nicht so richtig realisierbar. Also gerade wenn man die Rolle am Anfang vergleicht, wo ich auch wirklich sehr wenig gespielt habe und auch selber so ein bisschen unsicher war, wo es hier vielleicht hingeht, hat doch alles relativ gut funktioniert. Also ich habe dann irgendwann meine Einsatzzeit bekommen, habe selber gemerkt, dass ich das kann und dass ich das auch möchte. Und das ist irgendwie stetig mehr geworden. Und dann auch mit der Nationalmannschaft, das hätte ich mir alles so
ja, nicht erträumen lassen am Anfang. Damals hast du, glaube ich, Jan Schäfer mehr oder weniger ersetzen sollen, der ja dann abgewandert ist. Warum ist Erlangen so oft ein Sprungbrett für jüngere, talentierte Spieler? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, diese Kombination aus, ja, du kannst als junger Spieler Verantwortung übernehmen, bekommst aber auch einfach die Chance, dich zu zeigen. Ich glaube, das ist relativ wichtig und gerade wie jetzt bei mir, wenn man das Vertrauen kriegt, das ist für junge Spieler sehr, sehr wichtig. Wir haben auch natürlich ein paar Bilder von dir zusammengetragen, da können wir gleich mal ein bisschen drauf schauen. Sind beim Training ja das ein oder andere Mal dabei gewesen. Genau. Krafttraining stand heute auch schon an, habe ich gehört. Genau, heute Morgen tatsächlich schon 2 Stunden da gewesen. Also ungefähr auch die Einheiten, was man da jetzt aussieht? Ja, doch. Das ist eigentlich immer relativ gleich. Wir haben so einen gesplitteten Plan. Auf der einen Seite manchmal mehr beinbetont, auf der anderen Seite dann angriffsbetont. Also gute Mischung. Und da hast du Chris Bissel ein bisschen animiert, oder? Ja, ein bisschen Support gegeben, ja. Wenn man bei euch auf den Kader schaut, ihr habt eine enorm hohe Qualität. Fürnhaber, Jepson, Steini, du, einige andere Spieler. Also rein von den Namen her müsste man ja sagen, ist der HCE durchaus auch eine der Top-Mannschaften in der Liga, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade wo ich hier zum Anfang die ersten Trainingseinheiten mitgemacht habe, war der Respekt dann doch schon ziemlich groß. Wenn man nach und nach die Spieler kennenlernt und Freundschaften aufbaut, ist der Respekt zwar trotzdem noch da, aber es wird immer ein Stück weit normaler. Weil wir es gerade auf dem Bildschirm gesehen haben, wie weh tut diese Streckung und die Sache mit den schwereren Bällen? Ah, das geht alles. Man gewöhnt sich an alles. Okay. Sprechen wir ein bisschen über deine Stationen. Jugend in Magdeburg und Hildesheim, dann auch Profi geworden, nach Hannover, Essen, Aufstieg in die Bundesliga, dann nach Erlangen. Beschreib so ein bisschen mal du vielleicht aus deiner Perspektive deine Reise. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, waren das Stück für Stück so die Stationen. Eigentlich glaube ich, ja, so ein ausschlaggebender Punkt war für mich schon Magdeburg, weil es damals so ein bisschen für mich so die Frage war, okay, reicht es für mich überhaupt irgendwie Profi zu werden oder ist das jetzt eine Jugendgeschichte, die irgendwann dann abreißt? Von da habe ich ja dann den Sprung nach Hildesheim geschafft, wo ich als A-Jugendspieler schon zweite Liga spielen durfte und das hat mir dann so ein bisschen die Türen geöffnet und auch gezeigt, dass ich das möchte und ja, von da aus ging es dann alles eigentlich relativ schnell mit TuS im Essen und dann auch hier zum HCR lang. Wenn ich jetzt sage, 19. 20. März 2022, ist wahrscheinlich ein besonderes Datum für dich. Weißt du, worauf es anspielt? Nee, tatsächlich nicht. Das war zum einen dein erstes Länderspiel und dann auch dein erstes Länderspiel-Tor letztes Jahr. Stimmt. Bleibt das irgendwie haften auch? Ja, total. Also manchmal, wenn ich meine Bilder durchschaue, bleibe ich dadurch dann schon nochmal hängen. Aber ich habe auch zu Hause den Wimpel vom ersten Länderspiel, der mir dankbarerweise nach dem Spiel übergeben wurde. Und das sind natürlich super schöne Erinnerungen, gerade auch in Bezug auf das erste Mal die Nationalhymne singen. Das ist schon schön mit Gänsehaut verbunden. Wenn man jetzt schaut, du bist erst 26, hast aber schon sehr, sehr viele Highlights erlebt. Was ist so dein persönliches Highlight? Dein erstes Tor für die Nationalmannschaft, Final Four im HC oder vielleicht der Aufstieg mit Essen damals in die Bundesliga? Ja, ich denke, es sind alles drei Sachen, die sehr hängen geblieben sind bei mir. Also jedes Ereignis ist so auf seine Art und Weise sehr besonders und ist mit sehr viel Emotionen verbunden. So ein richtiges Highlight rausnehmen kann ich und möchte ich da auch nicht. Aber natürlich sind das alles sehr schöne Dinge. Du musst ja trotzdem aktuell noch auf Abruf quasi bereitstehen. Alle 35 aus dem erweiterten Kader halten sich ja bereit, falls irgendwas sein sollte, dass man nachrücken kann. Wie ist da so deine Planung aktuell? Hast du schon alles bereit liegen zu Hause? Ja, ich bin eigentlich aktuell noch völlig entspannt. Also mein Reisepass ist schon in Polen, falls was sein sollte. Aber nein, also wenn ich nur nachnominiert werde, würde ich dann in Ruhe meine Tasche packen. Aber aktuell drücke ich halt den Spielern, die da sind, die Daumen. Und eine Nachnominierung ist ja auch immer verbunden mit, dass jemand ausscheidet. Deswegen bin ich da noch ganz entspannt. Und das wünscht man ja auch irgendwie keinem. Aber wenn du gebraucht wirst, dann sagst du nicht, ja, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Nein. Es ist immer eine Ehre für die Nationalmannschaft zu spielen. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt weiterentwickeln. Also so ein Turnier und da die Erfahrung mitzunehmen, das bringt einem Spieler schon was. Auch wenn man es vielleicht nur sieht, das sind alles Sachen, die nimmt man mit. Da du heute deinen Premierenbesuch bei uns hast, darfst du dich natürlich auch auf unserem Spind verewigen. Hier liegt der Stift, den darfst du dir gerne schnappen. Und dann die größte Herausforderung ist, dass du jetzt eigentlich einen Platz zu finden findest. Ne? Genau. Ja, ich glaube, ich muss relativ weit hier unten mal schauen. Ja, ich gehe hier ganz unten in die Ecke. Jawohl. Professionell gelöst. Ja. Vielen Dank, dann komm ruhig noch mal rum. Ja, danke dir. Aktuell stehen jetzt 7 Länderspiele, glaube ich, mit der Vorbereitung bei dir in der Vita sozusagen. Wie viele kommen dieses Jahr vielleicht noch dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, so viele wie möglich. Der nächste Lehrgang ist, wenn ich richtig informiert bin, Ende März. Und ich möchte noch lange nicht am Ende sein und möchte, wenn es möglich ist, auch viel Spielzeit und noch viele Tore werfen.
Dann noch abschließend blicken wir noch zum HCE. Aktuell die ersten 5 sind, glaube ich, relativ außer Reichweite in der HBL. Aber ist Platz 6 vielleicht noch sowas, wo ihr sagt, da können wir noch mal hinkommen? Ja, natürlich. Also man liebäugelt natürlich so ein bisschen mit dem Platz, gerade auch in Richtung internationales Geschäft. Aber aktuell müssen wir erstmal unsere Spiele gewinnen, bevor wir in die Richtung gucken können. Wenn das neue Jahr anfängt, setzt man sich ja auch immer Ziele, Wünsche, Vorsätze. Hast du dir für dieses Jahr irgendwas vorgenommen? Boah, ich glaube, man nimmt sich immer so ein bisschen was vor. Es ist sehr viel, glaube ich, was ich mir vorgenommen habe. Aber jetzt da einzeln drauf einzugehen, das wäre zu viel. Kompakt eine Sache vielleicht? Ja, das Maximale aus mir rausholen, denke ich. Also klassisch. In jedem Belang. Was jeder Sportler natürlich. Denk schon, ja. Sich wünscht. Super, dann vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Eine erfolgreiche Vorbereitung euch noch. Sagt den Jungs natürlich auch einen Gruß. Mach ich. Und das war's mit der Toto Sportkabine für heute. Wir sagen noch Tschüss und bis nächste Woche.